Hallöchen zurück zu einem Star Wars Stream. Das ist alles an. Sehr schön. Ich würde sagen, einmal wieder als Jedi starten. Ob jeder, Peter. OBS dahin. Der Chat dahin. Schluck Kaffee trinken. Nach dieser größlich kurzen Nacht. So, Belohnung abholen. Tasche mit Materialien des 9. Grades. Ja, hier kann ich nichts machen. Gut, hier. Öffnen. Keine Ahnung, was das gerade alles war. Ich habe noch Haufen Geschenke hier für meine Kameradchen. Alles bei Kira nur kleiner Einfluss. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Die Telos. Wir sind immer noch auf Telos. Stimmt, da war ja was. Aber das ist mir noch ein bisschen zu hoch. Außerdem habe ich Post. Der Jedi-Gefangene, das lassen wir jetzt einfach mal so drinnen stehen. Kommando-Deck. Wir gehen aufs Kommando-Deck. Und von hier aus gehen wir... Moment, wo geht's lang? Hi, Fenrich. Da lang muss man. Wir gehen heute mal nach Nar Shaddaa. Da uns die nächste Story-Mission hinführt, denn... die Jedi-Gefangene, Teil 5, Level 36, 37, dahin würde ich erst gerne mit Level 40 laufen gehen. Vorher nicht. Das ist mir sonst ein bisschen zu schwer. Oder vielleicht mache ich das auch zusammen mit Darko. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen... Ich will damit selber fliegen. Ne? Könnten wir noch mal lunzen, ob wir hier irgendwelche Gebrauchsgegenstände holen können. Das wäre nicht schlecht. Oh. Hauptebene. Ich glaube, wir hatten schon alles. Genau, ich wollte dieses komische Ding nochmal verlernen. Denn Schrottsammler ist auch nicht das Wahre. Einmal quer durch und dann, ich glaube, schräg rechts. Das wäre dann einmal hier. Hier dann links rum. Und dann müssen wir eigentlich da sein. Jo. Was war das denn? Und das? Okay, ich habe keine Festung. Brauche ich nicht. Was nehmen wir denn? Ich will ja mal alles ausprobieren hier. Hacken hat man schon. Plündern. Ich weiß gar nicht, was haben wir aktuell. Plündern. Archäologie hat man als Sith. Bioanalyse hört sich schon so komisch an.
Unterwelthandel. Schatzsuche hat man auch schon. Diplomatie, Ermittlungen. Ich glaube, ich nehme wieder Schatzsuche. Denn da gibt es immer schön Stuff. So, und dann können wir den hier erstmal wieder losschicken. Und den da. Und jetzt geht's zum Jedi-Hanger. Der ist da unten. Na hoch. Nein. Und dann geht's auf nach Narshadar. Außer ich finde hier noch einen Briefkasten. Der jetzt echt praktisch wäre. Alter. Was ist das denn? Hier steht nicht mal einer. Sicherheitstokenhändler. Okay. Turbolift, das hier da ist. Gibt's hier Briefkasten? Nö. Oh, ich kann wieder Raumschiff schlachten. Geil, geil. Keine Ahnung, was das gerade war, warum das Raumschiff sich gespalten hat. Jetzt ist schon meine Grafikeinstellung was geändert seit dem Update, aber ich denke nicht. Beziehungsweise gestern war ja Serverwartung. Grafik. Nö. Nö, alles gleich. Lol, okay. Ich funktioniere gerade mit maximaler Leistung. So kann ich Ihnen noch besser dienen. Ja, weil du nur rumstehst. Hiermit, oder? Müssen wir noch interagieren? Nö. Was? Alter. Erschreck mich nicht. hier. Hier lang geht's. Wir sind Level 36. Unser Raumschiff macht bei 40er Raumschiff-Mission noch schlapp. Leider Gottes. Wir gucken mal hier drauf. Was ist das hier? Level 32. Werde ich sicher bringen. Ist da was? Nö, kein Bock. Es geht nach Narshadar. So. Da sind wir. General, ich bin auf Narshadar eingetroffen. Immer noch keine Rückmeldung von Agent Galen? Negativ. Nach Taris und Ort Mantell befürchte ich das Schlimmste. Ich muss euch warnen. Das Projekt dort ist... Ich hätte es schon längst einstellen sollen. Gespräche wie dieses nehmen nie ein gutes Ende. Nach dem Sieg des Imperiums auf Coruscant waren die Leute verängstigt. Wir wirkten schwach und hilflos. Der Senat genehmigte die Forschung in einem Bereich, den wir nie hätten anrühren sollen. Den Einsatz von Technologie, um gewöhnliche Menschen in tödliche Waffen zu verwandeln. Das Superwachenprogramm erschuf den ultimativen Soldaten. Stark genug, um es mit einem Sith im Zweikampf aufzunehmen. Die beste Verteidigung gegen einen Sith ist jemand wie ich. Euer Orden war beinahe ausgelöscht. Der Senat befürchtete, dass er sich nie mehr erholen würde. Auf Narshadar stehen uns die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kybernetik, Kampfaufputschmittel, Rüstung und Waffen zur Verfügung. Alles, was wir zur Erschaffung der Superwachen brauchen. Außerdem können wir uns hier der Regierungskontrolle entziehen. Wir befinden uns im Huttenraum. Ein neutraler Raum, in dem Gesetze faktisch nicht existieren. Das verstößt gegen sämtliche Prinzipien der Republik. Ich
wollte uns von der Korruption fernhalten und dachte wirklich, dass es mir auch gelingen würde. Ich habe einem einzigen Agenten die Verantwortung über das Superwachenprojekt anvertraut. Ich gab ihm uneingeschränkte Befugnis und ausreichend Credits zur Finanzierung des Programms. Die Forschungsanlage operiert absolut verdeckt. Nicht einmal ich weiß, wo sie sich befindet. Darth Angrals Männer auf Coruscant sagten, dass all unsere Forschungsanlagen kompromittiert wären. Der Name sowie die Kontaktdaten unseres Agenten befanden sich in der Datei, die auf Coruscant gestohlen wurde. Unser Agent ist verschwunden und Agent Galen ist auf der Suche nach ihm verschollen. Ich kann nur vermuten, dass sie entweder tot sind oder gefangen gehalten werden. Wenn sie noch leben, werde ich sie retten. Aber was wird aus dem Waffenprojekt? Meinetwegen kann unsere Forschung für immer verloren gehen. Ihr müsst euch mit dem Büro des Strategischen Informationsdienstes auf Nar Shaddaa absprechen. Der Leiter des Büros ist Chief Rikan. Das SED-Hauptquartier ist auf der Promenade versteckt. Ihr geht in ein Geschäft und benutzt dort den geheimen Turbolift, um euch mit Rikan zu treffen. Promenade, Geschäft, geheimer Turbolift, alles klar. Ich fühle mich schon wie ein Spion. Ich übertrage euch die Koordinaten des Treffpunkts und den Sicherheitscode für den Turbolift. Viel Glück! Vasatra, Ende. Ja. Das werden wir schon hinkriegen, würde ich mal sagen. So. Haben die mir was mitgebracht? Natürlich nicht. Erstmal wieder hier. Will jemand mit mir reden? Nö. Gut. Ganz schön lange Ladebild hier. So, da sind wir. So, als erstes. Irgendwo soll es auf Nar Shaddaa da so eine komischen Dinger geben, habe ich gelesen. Was, Nar Shaddaa oder Tatooine? Mit dem Sonnzeug für mein Ei, was ich hier habe. Ah, wer weiß. Wir werden es herausfinden. Da lang. Neue Sachen kann ich tatsächlich noch nicht kaufen, Gott. Na dann, Alter. Ach du meine Güte, ein Jedi. Bitte helft uns. Unschuldige werden auf offener Straße hingerichtet. Entschuldigung. Ich bin Minister Planet vom Diplomatischen Korps der Republik. Ich wäre da draußen fast getötet worden. Die Kintanischen Könige kontrollieren diesen Teil von Nar Shaddaa. Die Bande besteht aus brutalen und gut bewaffneten Nikto, die Republik hassen. Sie haben mich gleich draußen auf offener Straße angegriffen. Meine Leibwächter waren tot, bevor ich überhaupt wusste, was los war. Wo kann ich diese Mörder finden? Sie sind noch immer da draußen. Aber ich habe noch schlechtere Nachrichten. Die Morde sind nicht das größte Problem. All meine Leibwächter hatten Passiercodes der Republik und jetzt haben diese Verbrecher sie. Mit diesen Passiercodes können die Kintanischen Könige unsere Sicherheit unterwandern. Wir werden schutzlos sein. Keine Sorge. Ich werde diese Passiercodes zurückholen. Ich fürchte, diese Krise kann nur ein Jedi lösen. Es wird unzähligen Unschuldigen das Leben retten, wenn ihr diese Passiercodes zurückholt.
Auch mir. Die kintanischen Könige, die meine Leibwächter erschossen haben, sind noch immer vor dem Raumhafen. Sie haben die Passiercodes, da bin ich mir sicher. Okay, ich sehe hier gerade was. Ich tappe einfach mal ganz kurz raus. Denn... ich sehe gerade, dass ich das hier eventuell mal verschieben müsste. So. Damit man auch die Mission sieht. Sehr schön. Briefkasten. Ich hätte gern jetzt mal einen Briefkasten. Hol die republikanischen Sicherheitscodes zurück. Als erstes hier. So, alle Missionen angenommen. Kein Briefkasten. Okay. Ah, doch, hier haben wir einen. Wächter 1, was ist denn das? Öffnen per Rechtsklick. Dr. Gudera. I. Öffnen. Okay. Das alles haben wir schon. Begib dich in das SID, in den SID-Unterschlupf, schließe Flashband. Ja, das ist was anderes. Hol dir republikanische Sicherheitscode zurück. 0 von 5. Ah, okay, dann machen wir die doch gleich als erstes. Na komm, dann kämpfen wir mal. Und ich muss auch noch 15 Leute. Ihr seid anders als die meisten. Umnieten. Das meine ich als Kompliment. Ja, Kira, ich weiß, dass ich anders bin. Ich bin besser. Ich weiß, dass ich anders bin, denn ich bin viel besser. So, wie viel habe ich denn schon eingesammelt? 0 von 5. Passt ja. Hey, warum schwebst du so in der Luft? Ja. Oh, da haben wir schon mal eins. Zwei sogar.
Schau an, schau an, schau an. Haben irgendwas angefangen. Keine Sorge. Vier von fünf schon. Bevor der uns sieht. Ha? Erledigt. Da haben wir die Aufgabe schon mal erledigt. Das ist schon mal nice. Männchen hier oben blinkt. Gefechtspunkte. Disziplin. Ich will irgendwas, was mehr Damage macht. Aha, was? Wenn du den Kampf verlässt, wird die Aktivität. Aktive Abklingzeit von Machtsprung, Kampfmodus und Lichtschwertwurf 100% reduziert. Das wäre dann sofort wieder frei. Das hier verstehe ich. Ich will eher was haben, was Damage macht. Das ist alles irgendwie nur. Keine Ahnung was. Ich habe jetzt einfach irgendwas genommen. Wo. Moment mal, wo ist denn der Typ, zu dem ich überhaupt muss? Das war doch eigentlich hier vorne der Minister Pelling. Melde dich bei Botschaft. Ach, das ist wohl noch so eine Botschaft. Jetzt geht's los. Also ich bitte euch. Ihr habt genug von diesem Drecksloch, was? Wo soll's denn hingehen? Moglankar Tilkiesak. Nicht wählerisch, wie ich sehe. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Was haben wir da? Blutgeld. Wir machen erstmal die ganzen Nebensachen, würde ich sagen, tatsächlich. Fliegt mal erstmal. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Können wir uns hier mal ein bisschen rumgucken. Ja, schön bunt. Auf jeden Fall. Ich glaube, auf Sith-Seiten waren wir auch auf Nar Shaddaa. Da war es auch schon so bunt. Ja. Genau. Ach, da oben geht's hin. Na dann. Und da wartet. Ich hab doch schon mehr als genug Quests angenommen. Warum ist das Stückchen noch unaufgedeckt? Hallo? Aufdecken. Geht doch. Ach, da hinten sitzt er. Was möchte denn der Jedu? Habenotase Makipuna, Malituta und Mishka. Okay. Skruni do Pat Kurira, do Kanki Kung. Und da Humpa, Murirava, Fupa, Chipampa Hula. Okay. Haben Sie jemanden getötet, der euch nahe stand? Mi at am Bumpa, Oshuda Mokili Moklanki. O Grani Tampi und da Pushi Wumpa. Putulamusta. Okay. Stuka Mogoto Parchi Chisadomba. Ja, warum sitzt du dann hier rum, wenn du den rächen willst? Mut habt ihr hier, das muss man euch lassen.
Kikospa inin kudar iji gliska chanagawa. Das stimmt. Togawata kiko uba kiliwata puki donko. Ein Feigling ist er, der saß hier nur voll rum. Chonki faguta, chihon podaji oto vo kise. Ja, ja, komm. Ich fürchte mich nicht vor dieser Bande. Gebt mir die Lähmer. Uchusa yomata chitoya, asubi mota uipa. Umba hupa, chikilia umpasa do biska. Also ich mach jetzt für jemanden die Drecksarbeit, der geschworen hat, seinen Bruder zu rächen, aber ein Feigling ist. Also wenn da nicht mindestens ein neuer Lichtschwertkristall rausspringt, dann... ist dieser Spezies nicht mehr zu helfen. Ich muss dahin. Holocron, Datacron, wie auch immer. Nichts zu sehen. Warte, was? Mito-Lidstreife. Wer zum Teufel heißt Mito? An Nitro. Na, wer weiß, vielleicht hat das in seinem Hintern. Das Paradies aller Schnäppchenjäger. Was? Ich würde mir die Ware allerdings nicht zu genau anschauen. Warum? Hast du Erfahrung darin, Kira? Hast du mir was zu beichten, ne? Bei Frauen und so, no, Nachtschränkchen. Ja. Was? So schnell stirbt niemand. Du bist Stress, komm her. Tja, hättest du dir zweimal überlegt, ob du mich angreifst. Würde ich sagen. Ich laufe mit Absicht jetzt rum und benutze nicht meinen Gleiter, denn ich will gucken, ob hier irgendwo was versteckt ist. Sag mal, was für eine Quest mache ich jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht aufgepasst. Scheiße. War das das hier? Ja. Okay, Schattenflucht. Oh, Alter, wo war... Gibt's... Ach, die ist natürlich hier auch wieder ganz unten. Wo man nicht sieht, ob da irgendeine Bonussache mit dabei ist. Ich weiß, auf Sith-Seiten hatten wir ein Datacron gefunden, das wirklich weit oben war. Wo wir nach stundenlanges Versuchens nicht hingekommen sind. Weil wir einfach nicht gecheckt haben, dass es Jump'n'Runs gibt. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Das ist schon über ein Jahr her. Wo muss ich? Da muss ich rein. Nee, hä? Muss ich echt hier rein? Tatsache. Oh. Für mich? Ah, jetzt geht's. Oh, Waffenhändler. Moment. Joe Panky. Alter, schon wieder ein Geschenk. Was ist denn das? Stufe 7, sofort der lang. Mann, nerv nicht. Hab ich nicht verkaufen. Das ist eine Billow-Waffe. Lichtschwert des Machtadepten. Das ist lame. Das macht Streit, das ist auch lame. Mann, Lichtschwert mit stillen Klingen? Okay. Oh, das hätte ich gerne. Des Düsterkriegers. Oh, und es gibt keine Lichtschwertkristalle. Wo kriege ich verdammt nochmal Lichtschwertkristalle her? Heldenmission, Stimmhändler. Gibt es hier hinten was?
was ich gebrauchen könnte. Nö, einfach ein Dekoraum. Okay. Eure komischen Swamp Bikes. Ich muss in diese Richtung. Datacron. Keins zu sehen. Da hinten auch nicht. Aber warte mal, jetzt wird es doch, glaube ich, eine Bonusmission geben, wenn wir die hier umballern. Okay, dann nicht. Ich war das auf jeden Fall nicht. Die liegen nur dort, weil sie schlafen wollen. Da oben! Ach du Scheiße! Ach du Wie komme ich da hoch? Also von der Seite auf jeden Fall nicht. Ich muss da hier auf dieser Stange lang. Dann werde ich von der Stange bestimmt auf das Ding. Das heißt, ich muss da drauf. Das heißt, ich komme da nicht hoch. Oh, danke, dass du die ablenkst. Ich muss es einfach ausnutzen, es tut mir leid. Danke. Da oben geht's weiter, aber nur bis dahin. Da oben geht's lang. Aber wie kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Das ist eine gute Frage. Muss man hier wieder als Team arbeiten? Oder kann man auch auf diesen Dingern, wo Sachen drüber hängen, laufen? Ich glaube schon. Ey, bleib oben. Ja, du kümmerst dich. Alter, hast du mich getreten oder was? So macht man das. Hast jetzt davon. Du musstest mich ja treten, ne? Aber wenn man über diese Klamottendinger da auch rennen kann, dann könnte man ja eventuell sogar von da oben. Ich habe eigentlich eine Mission zu machen, aber ich will zum Dach da kommen. Hör auf rumzulaufen. Na, wir versuchen es einfach mal hier an der Seite. Hi, stehst mir im Weg. So. Oh, 6 von 15. Okay. Hier hoch will ich. Ja. Und das sieht mir auch ganz richtig danach aus. Da, wieder tauscht. Das sieht mir auch ganz richtig danach aus.
Hä? Hä? Was ist das für eine Kacke? Aha! Ah, schau mal einer an. Jetzt. Nein, au, pfui, aus! Hier drauf? Du bist gerade schon erschrocken. So, du bist auch dran schuld. Und du bist auch dran schuld. So. Muss ich den ganzen Quatsch nochmal neu machen? Mist. Ui, die sind ja respawn. Nee, die habe ich gar nicht bekämpft. Ups. Ja. Kira, sei mir nicht böse, ja? Tschüss. Meldet euch, wenn ihr mich braucht. Du würdest mir hier halt tatsächlich jetzt nur im Wege stehen. So. Jetzt. Okay, hier. Nein, 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 nein! Hä, was? Hallo? Kämpfst du mal? Also, geht wohl langsam los hier. Dass du nicht schwast. Oh, nein, ich war schon richtig. Mann. Dann laufen wir jetzt mal von der Seite hoch. So. Da drauf. Nein, 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 nein! Ich und Jump'n'Runs, es tut mir leid, das passt hinten und vorne nicht. Aber ich will das Startup-Drone haben. Egal, wie lange das jetzt dauert. Für alle, die Stream-Wiederholung auf YouTube gucken, bitte skippen, wenn euch das zu langweilig ist. So. So. Ha! Haha! Geil! Datachronisch kumme. So, jetzt muss ich nur das richtige Ding hier erwischen. Richtig? Nein, nein! Meine! Beherrschung plus 2. Oh, plus 3. Oha. Okay. Kurze Frage. Geht das? Kann ich den? Das geht. Kira ist schon wieder da. Lol. Alter.
Bist du Kira? Da ist er. So, da Data Crot haben wir jetzt natürlich. Turulwein, oh, können wir uns so besaufen. Wie viel muss ich noch schrotten? Ist das einer? 4 von 5. Okay, eins noch. Und das ist das, was hier vorne steht. Ja, weil ihr mich treten wolltet. Ich hab es ganz genau gehört. Ich hab das ganz genau gehört. Okay, wie lange haben wir jetzt für das Holochron gebraucht? 20 Minuten? Läuft. Also werden die hier auf jeden Fall immer schön weit oben versteckt sein. Das ist ja mal sowas von nicht praktisch. Ich will keinen Jump'n'Runs machen. Ich fahr richtig. Hi. Da lang. Ausweichen. Ausweichen. Haha. Die grillen einfach. Oh, das könnte ich jetzt auch gebrauchen. Schöne Bratwurst vom Grill. Diese Swoop-Bande wird keinen Ärger mehr machen. Chobet I kaufst du an, Bile Jihulo Kutta. Oka Kisa Spida Perupa. Gadwa Shiniko Higa Danulia. Bagsra Wanawaga Mipunawa Dwedwipe. Komm, ich will ein Kristall haben. Hallo. Ich will kein Geld, ich will kein XP, ich will ein scheiß Kristall haben. Hallo. Och Mann, ich habe wirklich nichts bekommen von dem. Hey Kira, hier. Anscheinend mögt ihr mich doch. Und, bist du schon betrunken, Kira? Kappa. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. War hier noch irgendeine Aufgabe? Ja, da unten, ne? Blutgeld, die wollten wir noch machen. Warte mal, kann ich doch das hier machen? Kann ich doch diesen da machen? Er wird erstmal gewunken. Ne, ich höre auch nichts. Okay. Ich kann mir gut vorstellen. Hier war jetzt ein Holochron, das hier eins ist, das zweite, hier das dritte, hier das vierte und eventuell hier das fünfte irgendwo. Weil bei der großen Stadt denke ich mal schon, dass es 5 gibt. Ja, doch, denke ich mal schon. Doch. Was muss ich jetzt hier machen? Berüchtigte Kämpfer. Das ist aber Verbrecher. Hä? Mist. Ey, hoch da mit dir. Sag mal, hoch da mit dir. Nee. Aber jetzt. Mist.
wollte die eigentlich gerade mal ein bisschen umgehen. Jetzt. Wow. Oh, die heißt das aus. Guck mal, ich stehe weit über dir. Okay, das war ein berüchtigter Kämpfer. Okay. Hi! Ich bin ein Jedi, du musst dich ergeben. Hey, ihr könnt rauskommen. Kommt raus. Die sind weg. Du da. Steh auf. Renn weg. Okay. Liebes Star Wars Team. Warum? Ich hinterfrag's jetzt einfach mal nicht. So schnell stirbt niemand. Oh, was haben wir bekommen? Wow. Wow. Hä? Die verstecken sich und die... Hä? Das ergibt ja mal null Logik gerade. Was? Berüchtigte Kämpfer muss ich umballern. Gladiator, du stehst im Weg. Als berüchtigter Gladiator? Berüchtigter Verbrecher? Hier gibt's auch noch Arena-Kämpfer-Schatznummer. Hä? Ich bin ein bisschen gelb. Ja, mit nassen Haaren ins Fenster geht oder rausgeht, dass man krank wird. Okay, da besiegen die Schatzkammer Arena-Kämpfer und andere berüchtigte Kämpfer. Ah, Leute, ich sollte mal alles lesen. Nicht nur die Hälfte. Datacron. Hier sieht es nämlich so aus, als ob man hier überall hoch kann. Was ist denn das da oben? Was ist denn da? Okay. Hey Monster! Lass es kuscheln! Da kommt gesund wieder an. Ja.
3 von 10. Das ist schön. Was macht denn der da hinten? Ach, der jubelt. Ah. Wem jubelt denn der zu? Okay. Okay, ich verstehe. Das da oben ist ein Druide. Und eine dicke Schnecke. Cutter der Hutte. Okay. So. Nö, aber wir können die von hinten angreifen. Wir können uns nicht abziehen, aber ihr sterbt nicht erst. Er ist ausgewichen. Was ein schlaues Biest. Was ein schlaues Biest. Da weicht das einfach meinem Schlag aus. Guck mal, du bist schon geschwächt. So, 5 von 10. So, 6 von 10. Es wird langsam. Immer noch 6 von 10. Oh. Lol, das sieht von hier aus, als ob man es anklicken kann. So. Ich bin nur ein Kantina-Wirt. Keine Sorge. Okay. Ja. Dass sie sich auch immer mit mir anlegen müssen, die könnten mich eigentlich mal in Ruhe lassen, ne? Und fürs in Ruhe lassen könnte ich XP kriegen. Das wäre auch geil. Das wäre mega. Was muss ich denn hier noch für Lotypsis klatschen? 6 von 10. Hier hinten vielleicht noch 1, 2, 3.
Immer noch 6 von 10. Kommt da hinten jetzt Nummer 8? So schnell stirbt. So. Oh, der war ja schon tot. Ne, es war nur Nummer 0. Also. Gibt's nix. Es kann doch nicht sein, dass ich mich hier durch die halbe Belegschaft kämpfen muss, nur um die letzten drei zu bekommen. Was soll denn das? Hier war wieder einer. Boah, was waren das für einer? Berüchtigter Verbrecher, Schatzkammer, Arena-Kämpfer und das berüchtigter Verbrecher. Also sind es nur die mit Kämpfer im Namen, die ich hier umnieten muss? Das ist irgendein Offizier. Das sind nur Verbrecher. Leg mich jetzt mal mit denen hier an. Vielleicht ist auch Sicherheit von uns. So schnell stirbt niemand. Oh, was ist denn das geworden? Nice. Nö, Sicherheitsoffiziere sind es also auch nicht. Maske des Sith Lords. Oh, das ist aber nicht die von... Shit, wie hieß denn der, der den Namen Weltenverschlinger hatte? Nihilus! Das ist nicht die von Darth Nihilus. Shit, Reno, Bambino... Komm ich hier hoch? Ne. Soll ich eigentlich gleich noch rauf? Ich wollte in den Rochen gehen und dann kommt sowas. Wunderino. Hier steht tatsächlich mal keiner. Okay. Dann mache ich eine ganz kurze 5 Minuten Pause und bin gleich wieder da.